Die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge von den Würfelphilosophen. Wir sind schon 12 Folgen lang, das heißt, uns gibt es jetzt mindestens schon ein Jahr. Also eigentlich länger als ein Jahr, aber wir haben ja ein bisschen Pause gemacht zwischendurch. Ray. Das heißt, wir sind eins. Huhu. Ja. Sektkorken-Sounds und klirrende Gläser bitte hier einfügen, Koali. Oh, ich weiß nicht, ob wir so ein Fancy-Podcast sind, muss ich ehrlich zugeben. So mit Toneffekten und so, also das weiß ich nicht. Dafür kannst du einfach du kannst ja irgendwie so eine Konservenlache drunter legen. Bei Hossa Talk haben sie angestoßen zum Jubiläum mit dem neuen, mit dem einen neuen Host. Aber wir sitzen ja nicht live zusammen. Von daher können wir ja nicht anstoßen. Wir haben auch keinen neuen Host. Ja, das stimmt. Aber wir sind auch ein Jahr alt. Deswegen. Aber wir haben den Alex, der ist wieder mit am Start heute. Ja. Yay, yeah, Alex! Vielleicht planen wir einfach zum zweijährigen Jubiläum eine Live-Folge. Neuen Host, ja. Das Anstoßen im echten Leben. Ja, ja. Was ist eigentlich die weibliche Form von Host? Hostess? Ich glaube nicht. Das ist was anderes, oder? Ich glaube, das Englische hat da das Problem nicht, was wir haben, aber... Ich glaube auch. Aber ich wollte das nicht aussprechen, was Alex gerade ausgesprochen hat. Da habe ich gefragt. Ich habe es ja auch ausgesprochen. Ich habe einfach keinen Filter abends am Montag. Ja, egal, wir haben auch außerdem heute den Jonathan noch am Start. Hallo Jonathan. Nochmal offiziell. Hallo. Und den behütetsten in unserem Line-Up, den Zeitiger. Ich glaube, die weibliche Form von Host ist Hosterin. Hosterin, ja. Siehst du, also wenn wir den Zeitiger nicht hätten. Ich habe ihm gerade im Duden nachgeschlagen. Behütet. Also man muss dazu wissen, dass Alex immer einen Hut trägt eigentlich. Immer. Alex? Trägt Hüte? Heute nicht. Der Zeitiger, Alter. Rausschneiden bitte. Danke. Jetzt verwechselst du schon die Glatzen. Als ob ich dich jetzt hier in einem besseren Licht... Das ist eine urbane Legende. Ja, uns geht's allen hoffentlich gut. Geht's euch allen gut? So können wir heute in ein frisches Thema starten. Seid ihr bereit? Ihr da draußen hoffentlich auch. Denn wir befassen uns heute mit Religion. Haha. Und zwar mit einem Begriff Klimareligion. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema draufgekommen sind. Weiß das einer von euch noch? Ich glaube, das war einfach nur, weil das ja immer wieder in den Medien aufgetaucht ist, so aus der rechtspopulistischen Wolke rübergeschwappt. Und da wir uns ja mit Religion befassen und den gesellschaftlichen Themen drumherum, habe ich das, glaube ich, einfach mal aufgegriffen und gedacht, lass uns das doch mal diskutieren, weil ich bin ja jetzt hier so der Klimaboy. Wir haben ja dazu auch schon eine Folge gemacht. Aber ich habe ja keinen Bezug zu Religion, außer hier uns und den Podcast. Und deswegen fällt es mir brutal schwer, mir quasi dieses Mindset irgendwie vorzustellen oder mich da reinzufühlen, dass Menschen haben müssten, um Klima und Religion zu einer Klimareligion zu verschmelzen. Und das wollte ich mal mit euch quasi einfach mal austauschen. Ja, ich halte das Ganze letztendlich eh für einen furchtbaren Frame einfach aus der rechten Bubble, weil es impliziert einfach nur so, ja, wenn ich der Kernpunkt von Religion ist ja, dass ich nicht beweisen kann, dass Gott existiert. Wenn ich das jetzt aber als entsprechend auf die Klimawissenschaften lege, heißt es ja, ich kann ja nicht beweisen, dass es den Klimawandel gibt. Und eigentlich dahin geht dieser Frame, der hier eingesetzt ist, durch Klimareligion. Ich glaube, der Klimawandel existiert. Belegen kann ich es ja effektiv ja nicht. Das heutige Wetter war schön, es ist nicht zu heiß und es war auch nicht zu trocken. Nur ist das ja keine Klimastatistik, die man wirklich nehmen könnte. Nur noch eins, was ich da auch noch mit reinwerfen wollen würde, bevor Jonathan dran darf.
ich glaube, da gibt es noch mehr Punkte, die da mit reinspielen. Nicht nur dieses, dass es sich nicht beweisen lassen würde, sondern auch, dass man dann völlig zu Recht natürlich den ganzen Aktivisten Fanatismus unterstellen kann, dass man da auch nur so ein soziales Miteinander unterstellen kann, das ja Religion und Glaube auch verbindet, ja, ohne dass da wirklich Hand und Fuß dahinter sein muss. Also das ist ein Zusammenspiel, glaube ich, was dann eben denen, die sagen, das ist noch alles Klimareligion, viele Argumente, ne, in Anführungszeichen geben, um sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen zu müssen. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich glaube, es ist einerseits ein sozusagen Abschieben ins Vage, Geglaubte, und ja, könnte ja sein mit dem Klimawandel, aber muss ja nicht. Aber wenn ihr das jetzt zur Religion erhebt, das ist der eine Punkt. Dann der Fanatismus, in der Tat hat es ja eine Dringlichkeit, das Thema, die den Leuten jetzt plötzlich ganz, ganz neu ist. Und die aber schon, also Club of Rome war 1973, das ist 50 Jahre her. Seitdem liegt das auf dem Tisch. Und seit 5 Jahren merkt man, wir wollten es ewig nicht wahrhaben, aber wir merken es langsam selbst. Das ist der zweite Punkt. Der dritte ist, oder right, der dritte ist, dass es tatsächlich eben auch, ne, dieses, ihr seid ja alles Fanatiker, weil natürlich bei dem Namen letzte Generation, da hängt es sich ja auch dran auf. Das ist ja zusammen aufgekommen, dieser Begriff. Da denkt sozusagen Otto Normalverbraucher gleich an Apokalyptik. Also Endzeitgeschichten. Und Endzeitgeschichten oder Apokalypsen sind seit Roland Emmerich immer brachial, bombastisch aussehende Zerstörung der Welt, wie wir sie kennen. Das sozusagen in so geballter Form ist A, der Klimawandel nicht, sondern man merkt es erst hier und dann da und dann dort. Also Bangladesch geht einfach vor Westeuropa unter. So, das ist Fakt. Also das ist wieder eine Diskreditierung. Und wo sozusagen der einzige Punkt, wo es dann trifft oder so, oder also ich glaube, bei der Apokalyptik ist die sozusagen unterstellte Schnittmenge am größten, weil alle Leute, die den Klimawandel ganz doof finden und leugnen, sagen ja, die Welt geht doch gar nicht unter und ihr tut immer so, als würde die Welt untergehen, aber das habe ich letztens so schön gehört, eine Apokalypse ist eigentlich eine Perspektive der Hoffnung, weil sich in der Apokalypse die herrschenden Verhältnisse, also Apokalypsen sind immer geschrieben, zumindest biblische, für Gesellschaften, die in Unterdrückung leben. Also die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes, ist, also das Apokalypse ist das griechische Wort für Offenbarung, daher der Name, ist geschrieben an verfolgte Gemeinden in Kleinasien und soll denen sagen, haltet durch, es kommen andere Zeiten und dann wird es euch besser gehen. Und sozusagen dieses Moment, dass Apokalypse eigentlich eine Hoffnungsperspektive ist, die letzte Generation sagt ja auch, wir sind die letzte Generation, die es noch aufhalten können. Und das ist sozusagen der Punkt, wo es am nächsten dran ist. Aber ich stimme euch total zu und sage, es als Klimareligion zu brandmarken, ist eine Immunisierungsstrategie, sodass es letztlich spinnert ist und man sich damit nicht auseinandersetzen muss. Und es schön ins Reich des Unfassbaren, des Nichtbeweisbaren und des zum Fürwahrhalten abschieben kann. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und man muss sich dann nicht schön drum kümmern, sondern kann die Menschen von der letzten Generation schön als übertrieben darstellen und so weiter. Ich finde es einen ganz, ganz fürchterlichen Begriff. Ich finde es ein Deuwert, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke,
Also das, was mich am meisten stört an diesem gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Begriff Klimareligion, ist das negative Framing von Religion, was der Zeitiger ja beschrieben hat. Weil für mich ist Religion was Positives. Das hat der Alex ja gerade schon irgendwie angeschnitten. Da gäbe es jetzt noch einiges anderes zu ergänzen von meiner Seite aus, aber würde vielleicht zu weit führen. Und wenn man den Gedanken mal weiterdenkt und überlegt, warum benutzt die extreme Rechte den Begriff Religion im Negativen und überträgt das auf halt den Klassenfeind oder so, den ich finde das ein doll weit entlarvend für die extreme Rechte, weil sie sich ja eigentlich auf die Fahnen geschrieben haben, zumindest hier in Deutschland eben, dass sie die, also wenn man auch mal in die Nazi-Zeit zurückguckt, dann weiß man, dass sie das nie richtig vorhatten, aber dass sie dieses abendländische Christentum ja verteidigen wollen eigentlich und damit auch eine Religion und ihre eigene Religion ja verteidigen. Und damit müssten sie eigentlich ja Religion für was Positives halten. Und wenn sie jetzt den Begriff aber hier als negativ verwenden, um mit den Klassenfeind zu denunzieren, ist das für mich ein doll weit entlarvend, wie sie selber mit ihrer eigenen religiösen Vorstellung umgehen. Da kommt mir gerade ein Gedanke, wo du halt sagst, ja, die eine Religion wird ja als gut dargestellt, die andere jetzt aber als schlecht. Da hat ja die extreme Rechte auch Übung drin, die eine oder andere Religion einfach mal als nicht okay darzustellen. Dass da jetzt aber dann quasi eine neue erfunden wird. Ja, aber so wird ja nicht argumentiert, ne? Also wird ja nicht Christentum gegen Klima gegenübergestellt, sondern da wird generell als die Religion generell verunglimpft. Ne? Ja, das stimmt. Ich wollte nur sagen, dass der Gedankengang, es gibt eine schlechte Religion, schon da war und jetzt quasi nochmal neu gedacht worden ist. Also die haben ja da jetzt nicht so ein Gehirnakrobat gemacht. Ja, aber Jonathan, du meldest dich schon. Ja, ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass Religion so negativ geframed wird, weil einer der lautesten, stärksten und öffentlichsten Gegner von Rechtspopulismus ist, ich sage es jetzt mal konfessionsbezogen, die evangelische Kirche in Deutschland. Keine Institution positioniert sich so klar gegen rechtes Gedankengut und so deutlich und so laut wie die evangelische Kirche. Regelmäßig. In EKD-Verlautbarungen, auf Kirchentagen. Also die katholische Kirche sitzt immer noch beim Thema Lebensschutz mit den sehr konservativen Kräften, teilweise rechten Kräften in einem Boot. Die EKD ist da gerade ausgestiegen. Also bei der Frage nach liberalem Abtreibungsrecht. Das meint Lebensschutz in diesem Fall. Und so ist es nämlich zusätzlich auch noch eine Diskreditierung von einem der meinungsstärksten Gegner von populistischen Äußerungen, der evangelischen Kirche. Ganz klar, die sich ja auch für Klimaschutz eben stark macht und also da deutliche Schritte jetzt, also praktische Schritte auch folgen lässt. Und die kann man dann gleich mit diskreditieren, weil das ja nach Meinung von AfD und Konsorten eine sozusagen Vorkolonne der Grünen ist. Was, wenn man sich die Genese der Grünen anguckt, zum Teil stimmen mag, zum Teil völlig absurd ist. Natürlich gibt es viele Umweltbewegte bei den Grünen, aber eben auch viele Altlinke, die mit Kirche überhaupt nichts am Hut haben. Also und das finde ich tatsächlich, also da hat mich dein Gedanke, Ali, drauf gebracht, dass das auch sozusagen ein Keilen in die Richtung ist. Eine Absicht. Also ich glaube, das ist völlige Absicht. Also es scheint, als müsste ich der evangelischen Kirche mehr Gehör schenken. Das sind alles Neuigkeiten von mir. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt anfange zu glauben, aber allein die Statements würde ich gerne mal lesen oder hören.
Aber mir kam gerade noch ein anderer Gedanke, den wir ja auch in unserer ersten Folge besprochen haben, ne? Was ist eigentlich Glaube? Und Glaube ist ja auch Vertrauen. Und das ist ja das, was wir auch der Wissenschaft schenken, aufgrund, weil wir einfach nicht die Kapazitäten oder Kompetenzen haben, um alles nochmal eigenhändisch nachzuprüfen. Also ich habe jetzt nicht so einen Supercomputer daheim stehen oder Klimawissenschaften studiert, dediziert oder Physik oder was weiß ich. Also vertrauen wir ein bisschen dem wissenschaftlichen Arbeiten der ExpertInnen, die da weltweit unterwegs sind, die das seit Jahrzehnten machen und keine Ahnung was. Das ist ja Vertrauen. Und auch ein Vertrauen in den wissenschaftlichen Prozess an sich. Ja, ich hake da mal ganz kurz ein. Entschuldigung, dass ich den Gedankengang gerade unterbreche, weil das ja das Thema unserer letzten Folge so ein bisschen war, mit dem Vertrauen. Und ich frage dann direkt mal ganz, ganz ketzerisch nach, warum vertraust du denen? Ich glaube einen Großteil, weil ich ein schönes Urvertrauen habe, das zum einen. Zum anderen, weil ich auch eine akademische Ausbildung genossen habe. Hat jetzt natürlich nicht jeder. Also ich habe auch einen Master. Das ist ja nochmal eine Schippe mehr. Ich habe jetzt keinen Doktor gemacht, hatte ich keinen Bock drauf. Aber ich weiß, wie diese ganzen Journals arbeiten, zumindest die guten. Ich habe mit Professuren zusammengearbeitet und weiß, wie eben so Evidenzen sich bilden im wissenschaftlichen Prozess mit Qualitätssicherung und allem drum und dran. Das schafft natürlich ein gewisses Vertrauen. Ich weiß auch um die Schwächen. Wird hier und da auch mal diskutiert, ne, dass irgendwie noch eine sehr männliche Sicht ist, patriarchale Strukturen, pipapo. Aber damit gehöre ich zu, keine Ahnung, einem Zehntel der Bevölkerung Deutschlands, die das nachvollziehen kann. Jetzt mal einfach so über den Daumen gepeilt. Und der Rest, der weiß ja gar nicht, wie eben Qualitätssicherung in der Wissenschaft funktioniert oder wie sich denn eben der Konsens bildet in der Wissenschaft. Ja, und dazu kommt halt noch das Problem, dass es nicht die Wissenschaft gibt, obwohl das ja immer so sind, also es ist genauso wenig die Wissenschaft, wie es das Christentum gibt, ne? Gibt halt unter und ganz viele verschiedene. Und es gibt genug Leute, die halt auch wissenschaftliche Methoden anwenden oder zumindest offenkundig machen, dass sie das tun würden und sich Wissenschaftler nennen. Aber das Vertrauen, was man dann dem Begriff Wissenschaftler entgegenbringt, halt auch missbrauchen. Ne, irgendwie Studien für BP oder sowas anfordern, wo dann vorher schon fertig ist, was bei rauskommen soll oder sowas. Und das muss man dann ja nur noch umdrehen und kann er dann sagen, ja, wenn die das machen für BP, warum, ne, dann macht der Quaschning da mit seinen ganzen, macht er halt für seine Naturschutzlobby da irgendwie seine wissenschaftlichen Sachen. So, und zack, hat man kein Vertrauen mehr in überhaupt nichts. Ne? So ist das vielleicht so ein Kernproblem, dass Wissenschaft nicht durchsichtig genug ist oder nicht durchsichtig genug darstellen kann für den Otto-Normalverbraucher, wie richtig das ist, was da in Ergebnissen rauskommt. Aber das ist ja auch wiederum ein zweischneidiges Schwert, weil man setzt denselben Maßstab ja nicht auf die andere Seite an. Man setzt immer die höheren Maßstäbe auf die neue Seite an, aber man vergleicht dann nicht im Gegenzug genauso die andere Seite. Zum Beispiel genauso zu sagen, die Fürsprecher von Verbrennermotoren werden nicht so abgrasiert, während diejenigen, die erklären müssen, warum man sich ändern sollte, es zu erklären haben. Und das ist halt so auch ein Problem, was generell mal auch wieder da ist. Wenn du eine Änderung haben willst, dann musst du erklären, warum du die Änderung haben willst. Aber du musst nicht erklären, warum du bei Status Quo bleiben musst. Und das macht die Sache für Konservative immer sehr viel einfacher oder auch in der Arbeitswelt. Also ich habe immer wieder dieses Problem, dass ich jegliche Änderungen immer gegen Widerstände durchboxen muss, während die Gegenseite es relativ einfach hat zu sagen, es funktioniert doch. Wo dann da steht, jein. Und das ist halt das Problem. Ich bin dann plötzlich der Bringschutz zu erklären, warum es dann die andere Seite schlecht ist. Aber eigentlich muss die andere Seite sich auch verteidigen, weil das ist ja ein völlig verschiedenes Kräftemessen. Das ist genauso wie dieses Problem des Flooding the Media with Shit Movement, wo da steht, ja, die andere Seite gibt dir Aufgaben, aber muss nichts tun.
So. Ja, das ist ja das Grundproblem, dass halt die Leute erst deinem Neuen diese Bringschuld absprechen, wenn sie selbst wissen, dass der Status quo schlecht ist. Und erstmal gehen alle davon aus, dass der Status quo erstmal gut ist, weil da leben wir schließlich drin. So. Und dann musst du natürlich erstmal beweisen, dass das, was wir gerade machen, also der Status quo, dass das änderungswürdig ist. Und da kommt ja dieser ganze Kulturkampf, den wir jetzt durchführen und so, ja auch an seinen Peak. Ne? Gerade da wird herum gekämpft gerade, dass der Status quo, so wie wir den jetzt über Jahrzehnte hatten, eben offensichtlich jetzt, wo die Welt sich auch mit Kriegen und Klimaumwälzungen jetzt langsam, ich glaube, es sickert so langsam durch, dass da irgendwas im Argen ist, aber noch klammern sich die Leute an den Status quo und hätten gern das, was wir vor 20 Jahren hatten. So. Und der Mensch ist ja bequem und möchte sich nicht ändern. Das, ne, trifft, glaube ich, auf ganz, ganz viele Menschen zu. Und da ist es natürlich komplizierter, die Leute da aus ihrer Stagnation rauszureißen. Und, ne? Ich würde da nur noch kurz zwei Punkte reinwerfen, die bei mir dann immer noch kommen. Das eine ist, du hast ja gerade schon einen Wissenschaftler erwähnt, ne, dieser Fokus auf ein Individuum oder auf einzelne Individuen, die so als Sprachrohre dann gelten. Während Corona hatten wir ja auch diverse. In der Klimawissenschaft gibt es ja auch ein paar, was ja auch so ein kulturelles Ding ist, ne, dass man sich immer irgendwie Leute sucht, mit denen man sich identifizieren kann. Als Teenager sind es irgendwelche Rockstars, später sind es halt irgendwelche ja, Kulturikonen, was auch immer. Und die lassen sich natürlich auch als Individuum dann ansprechen und denunzieren. Ja, dass man dann da, wie du schon sagst, es gibt ja nicht die eine Wissenschaft und den einen Wissenschaftler, sondern viele verschiedene Aspekte, die man dann entsprechend tot argumentieren kann und dabei eben das eigentliche Thema außer Acht lassen kann. Und das andere ist, dass es ja auch ein Vertrauen gegenüber Institutionen gibt und das auch nicht immer vorhanden ist, ne? In meiner Heimat, dem Osten, hat ja dieses Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen auch zum Erstarken der Rechten geführt. Und während Corona haben wir das eben auch gesehen, dass in Süddeutschland das Vertrauen auch nicht so groß ist mit den ganzen Corona-Demos und Schwurblern und was nicht alles. Und ich glaube, das ist auch, also das Vertrauen in Institutionen, und da zähle ich jetzt auch einfach mal die Wissenschaft dazu mit dem IPCC, ne, dem International Panel for Climate Change, die ja quasi den Konsens der Klimawissenschaft wiedergeben. Und wenn man dem nicht vertraut oder Institutionen generell nicht, dann muss ich mir halt irgendwelche Ausreden einfallen lassen, warum ich den nicht hören möchte. Ja, mir stellt sich dann immer die Frage, auf was vertrauen diese Menschen denn dann? Also die müssen ja irgendwas haben, worauf sie vertrauen. Und die Frage ist dann, ich glaube, der Zeitiger hatte bei uns in den in unserem Discord hatte der mal eine interessante Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Podcast das war. Vielleicht können wir die dann auch nochmal verlinken, irgendwie schon in den Shownotes. Ja. Da ging es halt auch darum, um dieses Vertrauensthema und wie einfach es für bestimmte charismatische Menschen oder so ist, Vertrauen zu generieren ohne Grundlage. Und ich frage mich halt immer, woran machen Leute ihr Vertrauen fest? Also wir kommen alle irgendwie aus einer Zeit, wo es halt relativ gesicherte Vertrauensquellen gab. Also zumindest ist es bei mir so gefühlt, ne? Also ich habe Vertrauen in die Polizei, ich habe Vertrauen in die Kirche, ich habe Vertrauen in den Staat, ne? Und ich habe Vertrauen in Wissenschaft. Das heißt, bestimmte Leute haben, gehe ich erstmal davon aus, dass die mehr wissen als ich und dass die Recht haben mit dem, was sie sagen oder mit dem, was sie tun. Und wir erleben, glaube ich, gerade so eine Dekonstruktion, weil wir leben auch gerade so in einer Zeit, wir merken, der Kirche kann man nicht mehr vertrauen, die hat unser Vertrauen missbraucht.
die Polizei hat unser Vertrauen missbraucht, es wird jetzt aufgedeckt, dass da und da und da was falsch läuft. Der Staat, ja, die machen nicht genau das, was ich will, also eher auch nicht so vertrauensmäßig geil. Und dann kommen halt, ne, wie du Zeitdigger, wie du Alex gerade gesagt hast, dann auch noch diese Tendenzen dazu, die eh schon so ein Staats, die kein Staatsvertrauen richtig so haben und die es dann auch nicht so richtig annehmen können. So, und dann haben wir dann noch diese eine Wissenschaft rumfliegen und so. Und dann, wenn ich dem anderen allen auch nicht vertrauen kann, dann vertraue ich den jetzt auch nicht mehr. Und ich frage mich dann, woher kommt dann aber dieses blinde Vertrauen, wenn einer sagt, hey, ich habe die Patentlösung. Warum dann der? Obwohl er nichts bringt, was dieses Vertrauen rechtfertigt. Oder die, kann auch nicht die sein. Zwei Gedanken dazu. Erstens würde ich dich an einer Stelle präzisieren, korrigieren quasi. Also ich glaube nicht, dass das zu einer Dekonstruktion kommt, sondern zu einer Destruktion von Vertrauen. Weil ja sozusagen wenig Vertrauen in Neues gelegt wird. Also ich wäre da noch drastischer. Eine Dekonstruktion ist ja eine Art Umbau. Aber ich glaube, es ist vor allem und in erster Linie ein Abbruch oder ein Abriss von Vertrauen. Das erodiert ja. Und dann glaube ich, also wenn ich mir überlege, wie schwer es mir fällt, einzugestehen, dass ich Mist gebaut habe. Wenn mich jemand kritisiert und mir sagt, da hast du Unrecht, dann finde ich den erstmal 2 Wochen kacke. Und reg mich von diesen 2 Wochen eine Woche über den auf, nicht ihm gegenüber, sondern allen anderen. Finde den total blöd. Und dann irgendwann denke ich ja an der Stelle so, das tut weh hier drin und da drin. Aber vielleicht hat er recht gehabt. Und ich glaube, dieser Prozess, also sozusagen sich selbst einzugestehen, dass man als gesamte Gesellschaft, obwohl man es ja nicht mal wollte, dafür gesorgt hat, dass man die Welt vernichtet oder die Zivilisation auf Schwierigkeiten zusteuert, weil es haben ja alle immer gesagt, ist ja gut, ne, günstiges Fleisch und Fliegen ist auch geil und schön Domrep-Urlaub und so, alles cool. So, und dann tut man noch was Gutes, weil man da ja Geld hinschiebt als Tourist. So, man hilft denen ja noch zum Leben, also so Paternalismus ist dann auch noch dabei. Man fühlt sich ja auch noch gut. So, weil, und das ist ja das Fiese, man bringt denen ja wirklich Einnahmen, aber sich einzugestehen als Individuum, dass das, was man bis jetzt gemacht hat, im Großen und Ganzen, ohne dass man es wollte, eher schädigt, als etwas Gutes tut, das ist das eine. Und dann hat das Ganze ja auch eine Dimension, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Also es hat ja im wahrsten Sinne des Wortes etwas Unglaubliches, wenn ich mir vorstelle, das Eis in der Antarktis oder in der Arktis ist einfach nicht mehr da. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und sozusagen das dann trotzdem als wahr anzuerkennen, das ist schon die zweite riesige Hürde. Und dann kommt so ein Populist und sagt, die haben aber Unrecht. Was ihr macht, das hat schon immer geklappt, das geht auch noch so weiter, ist doch wunderbar. Und dann spendet ihr vielleicht mal ein bisschen mehr Geld oder keine Ahnung was. Oder wir mauern uns hier richtig ein, damit die alle nicht zu uns kommen, wenn die darunter leiden. Unser Leben bleibt hier so, wie es ist. Das ist die viel einfachere und viel angenehmere Lösung. Und dafür muss ich aber sozusagen ja den Gegner auch in, also da muss ich ja dann alles, was noch an Vertrauen da ist, soweit schädigen, wie es ist, um jetzt nochmal auf den Begriff Klimareligion zu kommen. Ich muss anfangen, die sozusagen die religiösen Experten sind, also die Kirchen, zu diskreditieren. Zeitgleich muss ich den Aktivisten unterstellen, die sind Spinner, obwohl die eigentlich nur dafür sorgen wollen, dass die Bundesregierung sich an ihre eigenen Gesetze hält. Und deswegen fahren die solche Geschütze auf. Und ich glaube, da kommt dieses Vertrauen her, weil es einfacher ist, jemandem zu vertrauen, der sagt, du bist gut und du musst dich gar nicht ändern. Das ist viel angenehmer. Ich möchte nur ganz kurz einen Einschub machen, weil man es vielleicht falsch verstehen kann, den einen Teil, den du gesagt hast. Also wir behaupten jetzt hier nicht, dass die Rechte dafür verantwortlich ist, dass den Kirchen so scheiße geht. Ne?
Nein, nein. Nein, das könnte man, jetzt so interpretieren, was du gesagt hast, aber ja, das nein, ist nein, nicht, gemeint. so ist es nicht gemeint. Das sind ja andere Gründe. Da Aber hat die die Kirche Kirche sind schon selber Feindbild der Recht. mitgewirkt, ja. So. Ja, Zeitiger, oder? Ich hätte nur kurz gesagt, was in dem Podcast, den wir kurz angesprochen haben, auch nochmal vorkam. Ich habe es kurz parallel reingehört. Und die Quintessenz war effektiv gesagt, dass sowohl Trump wie auch Habeck aus ihrer Weltsicht lügen, aus dem einfachen rechten Milieu. Und der Unterschied ist einfach nur, der Trump gibt ja unbewusst dazu, dass er eigentlich die ganze Zeit lügt, wenn man, während der Habeck ja vorgibt, es eben nicht zu tun, es ehrlich zu meinen. Und dadurch ist es weniger schlimm und ehrlicher, wenn man lügt, offensichtlich lügt, als dass man verborgen lügt. Das ist dieser dämliche Frame, der da mitschwingt. Und daher kommt auch diese Sache mit dem Vertrauen an der Stelle. Die interessante Ja, ist halt These, die aus. völlig wirr, ja, Ja, aber es ja. ist wirr, aber es gibt in gewissem Sinne auch wiederum trotzdem Sinn, leider. Deswegen habe ich diesen Ja. Ausschnitt aus Wir müssen reden auch mal in den Discord geworfen. Ja, das spielt mir sogar ein bisschen rein, weil ich halt auch noch so zwei Sachen dazu ansprechen. Das eine ist, also das baut jetzt auf Jonathans Sachen auf. Natürlich glaube ich lieber den Leuten, die mir gut tun. Ja. Wenn ich mir die Experten anhöre, die was zum Klimawandel sagen und mir schlussendlich zu verstehen geben, mein Leben, so wie ich es lebe, ist gut und richtig und ich tue damit keinem irgendwie weh, toll, dann glaube ich doch denen. Dass das irgendwelche Schwurbler-Wissenschaftler sind, die links und rechts schon gar keinerlei wissenschaftliche Credibility mehr haben, geschenkt. Ja, also jetzt geht gerade irgend so ein Physik-Nobelpreisträger nochmal durch die Medien, auch bei der AfD vorbei, der die Klimawissenschaft denunziert. Und dann schnappen die sich den natürlich, ne? Weil das ist jemand, der hat auch irgendwie einen Physik-Nobelpreis bekommen, der weiß ja, wovon er redet. So als Laie, ja. Ich glaube, Und Physik dem will nicht ich ein dann sehr natürlich. großes Nein, nein, nein. Physik ist ja nur eins, ist ja eine Wissenschaft, genau. Und dann glaube ich natürlich dem. So. Aber dann, genau, muss ich, wie Jonathan auch gesagt hat, natürlich irgendwie die anderen ja unglaubwürdig wirken lassen. Dass die sich nicht auf Fakten stützen, sondern an irgendwelche Hanebüchen-Sachen glauben. Und zack, kann man dann schnell den Schritt zu irgendeiner religiösen Veranstaltung gehen. Ich weiß nicht, warum sie da nicht den Begriff Sekte gewählt haben. Oder machen die das auch? Ich bin da gar nicht so bewandert. Vielleicht machen die, das machen die Ich auch. glaube, den habe Ja, ich auch schon mal natürlich machen die gehört, der das. Klimasekte, ja. Ja, okay, gut. Klimaapokalyptiker, Klimahysteriker, etc. Ja, den ganzen Spaß. Genau. Also das ist, man sucht sich halt den einfachsten Weg. Und eins wollte ich auch noch hinzugeben, warum glauben die denn so gerne den Leuten, die quasi ihre Lebensweise nicht in Frage stellen? Das ist mir zumindest häufig passiert. So als Gegenargument gibt es dann Leute, die sagen, ich kann das ja nicht sehen, ich kann das ja nicht nachprüfen, oder ich glaube es erst, wenn ich selber nachgeprüft habe. Ja. Und das geht halt nur sehr, sehr schwer, wenn man nicht vom Fach ist, wenn man nicht die Mittel hat, wenn man nicht in Austausch geht, und wenn man nicht in der Lage ist, sich auch mit seinen eigenen Fehlern auseinanderzusetzen. Ja, also dieses Schamgefühl, was ja eintritt, wenn man feststellt, oh, ich habe mich die letzten Jahre geirrt, was ja auch im Zuge der ganzen Schwurbler passiert ist, wenn da dann Leute festgestellt haben, oh, ich habe jetzt die letzten Jahre mich hart radikalisiert, Freunde, Familie verstoßen, sich dann dieser Scham zu geben und zu sagen, okay, ich habe jetzt die letzten Jahre falsch gelebt, habe vielleicht noch mehr Fleisch konsumiert, als gesund ist, nur um dem Greta-Kult entgegenzuwirken. Da will man dann auch nicht sein Gesicht verlieren und dann bleibt man lieber dabei und verkrampft sich noch härter. Da gibt es auch eine schöne Doku auf Netflix, die diese ganzen mentalen Brücken, die man sich dann baut, auseinandernimmt. Am Beispiel der Flat Earther in Amerika. Ist ja dasselbe Prinzip. Das Gehirn ist ja genau gleich von uns allen. Die haben sich eben die flache Erde ausgesucht und zu ihrem Lebensziel gemacht und sich dagegen die Mehrheit der Gesellschaft gestellt, trotz wissenschaftlicher Methoden, die die auch hier und da anwenden,
und die auch zu Ergebnissen führt, dass die Erde eben nicht flach ist, aber dann, was die dann für Gehirnakrobatik machen, damit sie sich nicht diesem Fakt stellen müssen, dass sie die letzten Jahre ihres Lebens Banane waren, ist erschreckend. Und genau das Gleiche passiert eben bei den Klimaleugnern auch. Weil die Flat Earther ja so gesehen ja wenigstens doch auf der guten Seite sind, sie gehen ja wenigstens den Weg nach, dass sie wirklich mal wissenschaftlich versuchen, es nachzuvollziehen, auch wenn ihnen das Ergebnis dann nicht passt. Aber bei den ganzen Klimaleugnern habe ich ehrlich das Gefühl, das ist noch vorgeschoben, dass sie damit sich auseinandersetzen würden, wenn sie, weil sie erst nicht die Zeit und die Mittel dafür aufwenden wollen würden. Einfach aus dem Prinzip schon. Also ich glaube, das ist nur Inhaltetaktik an der Stelle, weil das habe ich, sehe ich selten, dass da irgendjemand in diese Richtung gegangen wäre. So gesehen, klingt seltsam, aber ich muss sagen, das sind wir diese Flat Earther, die sich dann in den Himmel schießen lassen, um zu sehen, ob die Erde wirklich eine Krümmung hat und dabei umkommen, dann irgendwie doch lieber ein bisschen sympathischer, auch wenn es seltsam klingt. Ich glaube, die Wissenschaft hinter die Erde als Kugel wahrnehmen, ist auch noch näher am echten Leben, als Klimawandel festzustellen. Die Ägypter haben ja auch schon die Krümmung messen können und es ist gar nicht so aufwendig, aber einen Arktis-Bohrkern sich schnappen und da die Luftzusammensetzung in den Luftbläschen, das kann ich mal eben nicht irgendwie bei mir im Hinterhof machen. Was du aber jederzeit machen könntest, wäre zum Beispiel die Alpenfahren und die Gletscher anschauen und die Fotos von früher. Das wäre das Einzige, was ich sage, das ist eine relativ niederschwellige Variante, jedenfalls für mich als Südländer in Deutschland, zu sagen, dann nehmt euch die Fotos von Oma und Opa vom Gletscher und geht mal zu diesem Gletscher mal hin, schaut ihn nochmal an. Das ist nicht normal. Ja, also ich glaube, das ist für uns nicht normal, aber... Ja, aber das ist das Einzige, wo ich sage, da kannst du in Deutschland den Klimawandel wirklich mal so wahrnehmen. Das ist für mich das Naheliegendste, wo du es verifizieren kannst, ohne groß in den wissenschaftlichen Diskurs einzusteigen. Aber es hat keinen direkten Einfluss auf dein Leben. Deswegen ist es halt, also da spielt ja dieses, uns wird es als Letzten richtig, richtig scheiße gehen, ja eine große Rolle. Ne? Also die Katastrophe fängt bei anderen zuerst an. Was juckt's mich? Bis es denn hier ist. Und dann können wir ja mal was machen. Dann kommt ja eben mit dem Fingerschnippen die technologieoffene Wundererfindung und dann machen wir alles wieder gut. Aber das wird nicht passieren. Oder zumindest ist es sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Ich hatte jetzt eine Sache, also wenn man als Norddeutscher sich angucken will, was Klimawandel heißt, dann fährt man auch in die Berge, aber in Harz. Da sind auch so viele kaputte Bäume. Ein Freund von mir, der ist ganz in dem Thema Nachhaltigkeit drin und so, macht ganz viel Nachhaltigkeitsbildung, der hat mir erzählt, über zivilisatorisch zu messende Zeit waren sozusagen die Veränderungen von Bäumen. Wenn ein Baum sozusagen einen Samen fallen lässt, dann konnte man sich sicher sein, unter dem Baum wächst ein kleiner Baum. Also unter der Eiche wächst eine kleine Eiche oder unter der Tanne wächst eine kleine Tanne. Weil die Bewegungszonen, die Veränderungen relativ stabil waren. Vor 20 Jahren hat man gemerkt, oh, das ist ja 1,20 Meter pro Tag. Also pro Tag verlagert sich die Zone, in der ein Baum wächst, wachsen und gedeihen kann, um 1,20 Meter vor 20 Jahren. Sprich, wenn er nicht 1,20 Meter weiterkommt, dann kann er da nicht gedeihen. Und zwar sind es 1,20 Meter am Tag. Mittlerweile sind wir bei manchen Baumarten bei 18 Metern pro Tag. Und er sagt, die Rotbuche, die hier oben in Norddeutschland heimisch war und jeden Wald bevölkert hat, wird es auf absehbare Zeit nur noch im Sauerland und im Harz geben, weil es überall sonst zu warm und zu trocken ist. Er hat es selbst gemerkt in seinem Garten, er hat einen Apfel gepflanzt, eine Apfelsorte, die hier in der Gegend zu Hause ist, ein Kahlenberger Apfel. Der ist eingegangen und der, Zitat,
Der blöde Südtiroler Apfel, den seine Frau sich ausgesucht hat, der gedeiht prächtig. Man kann es sehen, wenn man will, aber jetzt helfen mehr als Christ, hilft da der Blick in die Bibel. Propheten waren schon immer die unbeliebten Säue, die davongejagt wurden, die irgendwelche komischen Zeichenhandlungen gemacht haben. Also es war alles schon da. Und beliebt waren Propheten nie. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also da hat ja die Klimabewegung, zumindest in der evangelischen Kirche, findet sie da einen Anhalt als sozusagen prophetische Stimme der Neuzeit, die der Gesellschaft ins Gewissen redet und sagt, damit wir unsere Lebensgrundlage halten können, müsst ihr euer Leben ändern. Es geht sonst nicht. Wir gehen platt. Das ist eine urbiblische Botschaft, die in diesem Fall sozusagen neu zu Gehör gebracht wird. Das ist der theologischste Punkt an dem Begriff Klimareligion. Dass diese Stimmen, die zu so aufrütteln, etwas Prophetisches haben. Aber Propheten sind halt immer unbeliebt. Ob sie jetzt Jesaja, Jeremia oder Greta heißen, ist völlig egal. Wobei man jetzt auch nochmal begriffsklärend sagen muss, Propheten sind nicht irgendwelche Wahrsager oder so etwas. Also im wahrsten Sinne des Wortes schon. Aber ne, nicht das, was wir uns unter, sie gucken nicht in eine Kristallkugel oder keine Ahnung was und sagen die Zukunft voraus, sondern sie sprechen einfach nur das aus, was Realität und was wahr ist. Der Beruf des Propheten ist es, eine Wahrheit zu verkünden. Und zwar Gottes Wort. Also das kommt Me noch dazu. meistens schon, genau, ja. Genau, es ist immer der Auftrag, ehe verkündet, das wahre, wirkliche Wort Gottes. Und alle anderen, die es nicht verkünden, sind falsche Propheten. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, Greta wäre eine Prophetin, weil sie das Wort Gottes nicht verkündet. Das in dieser, aber wenn man sagt, das ist jemand, der eine Wahrheit ausspricht, dann ist sie eine Prophetin, ne? Ich Also, könnte jetzt noch sagen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch sozusagen, dass auch Gott an dieser Umkehr, also davon bin ich überzeugt, davon speist sich ja auch mein eher linker Aktivismus, dass ich glaube, dass in dem Gedanken, die Erde gut zu behandeln und alle Menschen mit gleicher Würde zu betrachten und mit ihnen auf gleicher Ebene zu interagieren, das ist für mich ein Teil von Gottes Botschaft. So, also ich beißt könnte sich jetzt dann wieder noch. mit theologischen Sachen, was ein Prophet ist und was nicht, ne? Ja, Weil natürlich, nach du natürlich, Jesus aber. Propheten, ja, schwierig, ne? Aber ja. Aber gut, Alex wollte schon die ganze Zeit dazu was sagen, bevor wir uns jetzt hier in Ja, nicht. Ich theologischen finde nur mega. Fragestellungen verwickeln. Yes. Jonathan hat nur noch mal wieder zu einer kleinen Erkenntnis beigetragen bei mir. Warum Klimareligion? Wie du es gerade gesagt hast, weil eben, wenn wir das ganze Schiff irgendwie sicher in Hafen bekommen wollen, reicht es nicht, CO2-Ausstoß zu minimieren oder gänzlich zu vermeiden. Es reicht nicht. Es braucht mehr. Es braucht einen kompletten gesellschaftlichen Wandel. Die Frage des, wie wollen wir zukünftig leben, wird gestellt. Und muss anders beantwortet werden als aktuell. Ne? Das sagt der IPCC, ne? Der redet vom radikalen Wandel. Jeder Bereich des Lebens muss sich diese Frage stellen, wie Nachhaltigkeit funktionieren kann. Und dabei ist eben auch gerade von den ganzen Aktivisten, ob nun letzte Generation oder Fridays for Future oder wer auch immer, auch immer Climate Justice ein Aspekt und auch zunehmend Biodiversität. In mehr und mehr in der Masse ankommender Aspekt, weil das alles eben damit im Wellengang, sage ich mal, ist von dem Kahn, den wir hier steuern. Und wenn wir das nicht gesamtgesellschaftlich mal in Frage stellen, und das machen wir ja, müssen wir ja, dann kriegen wir es halt nicht gewuppt. Ne? Dann machen wir nur so einen Teil und dann fällt uns der Rest aber trotzdem noch auf die Füße. Und ich glaube, das ist halt so ein Aspekt, wo dann auch schnell viele so ein mulmiges Gefühl bekommen, noch mehr an ihre Transformationsfähigkeitsgrenzen kommen, und schnell mit dem Religionsbegriff um sich schleudern, weil das ja genau das ist, was eine Religion ist, nämlich ein Weltbild auch ein Stück weit. Ja.
und wie ich mir meine Gesellschaft zusammenbasteln möchte. Ich glaube, das, was da auf eine starke Wand und eine Ablehnung stößt, ist halt die Geschwindigkeit, in der das jetzt alles vollzogen werden muss. Ne? Ja, das damit, haben wir noch nie erlebt. Damit es noch irgendwas bringt, muss es jetzt halt schnell gehen. Und deswegen, ja. Ich finde auch diese Diskussion, wie sie im Radio und Fernsehen halt immer ist, so, das Gesetz ist jetzt mit der Stricknadel irgendwie schnell dahin gefuscht. Warum wollen die das vor der Sommerpause noch durchpauschen? Warum muss das in dieser Legislaturperiode alles so funktionieren? Warum muss das jetzt sein? Ne? Also das ist diese grundlegende Frage, die in ganz vielen verschiedenen Konnotationen immer wieder auftaucht. Warum jetzt und warum so schnell? Warum nicht in 10 Jahren? Lass es doch mal langsam machen. Das ist ja die konservative Stimme. Ne? Und die Antwort darauf ist ganz einfach, weil wir die letzten Jahre eben schon langsam gemacht haben, und zwar so langsam, dass wir jetzt doppelt bis dreifach bis vierfach bis fünffach so schnell arbeiten müssen, wenn nicht sogar noch schneller. Meint ihr, das ist so ein deutsches Ding? Nee. Glaube ich nicht. Weil mir fällt da immer mein Deutschunterricht noch ein und die Figur des deutschen Michel, die ja als Deutschland-Repräsentator da in Karikaturen verwendet wird. Eben so ein Typ mit Schlafanzug oder weiß gar nicht, wie das Ding hieß früher, und so einer Schlafmütze auf, weil Deutschland ja immer alles verschläft. Erstmal abwarten, gucken, was die anderen machen, gucken, was wirklich sich durchsetzt. Und das haben wir ja auch in der Politik die letzten Jahre, Jahrzehnte auch so ein bisschen gemacht. Ne, bloß nicht zu viel Veränderung. Und wenn Veränderungen, dann bitte nach DIN-Norm, damit das auch alles seinen geregelten Gang geht. Und solange keine DIN-Norm da ist, machen wir erstmal gar nichts. Ja, also das ist was ich auch häufig irgendwie feststelle, jetzt auch als jemand, der hier in Süddeutschland wohnt. Es gibt Regeln und an die muss man sich halten. Und wenn es keine Regeln gibt, dann machen wir die erstmal, bevor wir uns bewegen. Also dieser amerikanische Ansatz, es machen und gucken, was bei rumkommt, kann man von halten, was man will, ne? Da gibt es auch Vor- und Nachteile, wäre aber jetzt im Zuge dieses gesamtgesellschaftlichen Transformationsdenkens hier und da schon mal angebracht. Einfach mal loslegen, weil ne, die Zeit rennt uns einfach durch die Finger. Zeitiger. Ja, ich sehe das, also dass wir Deutschen da relativ phlegmatisch sind, sehe ich es ja schon durchaus. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das Ding, wenn man sich die jeweilige Demografie des jeweiligen Landes anschaut, habe ich manchmal das Gefühl, es liegt einfach daran, dass die Alten sich nicht mehr bewegen wollen. Irgendwie. Das ist so mein Eindruck. Weil, wenn ich so Richtung Japan gucke, die sind jetzt auch nicht die Speerspitze, obwohl man die technologische Führerschaft angedeihen lässt und auch den Deutschen immer sagt, ja, Land der Ingenieure, bla bla, wo wäre schön, wo sind jetzt die ganzen Ingenieursleistungen, die mal prophezeit werden, es passiert irgendwie nichts. Und jüngere Länder mit jüngerer Bevölkerung, die gehen da viel weiter. Also da, wenn ich dann höre, so über verschiedene Bereiche, denn zum Beispiel News Outlet, One Happened Last Week, dann bekomme ich sehr viel interessante Informationen, was gerade Richtung Klimawandel, Politik gerade in den afrikanischen Ländern passiert, was irgendwie dann wiederum in den Portugal, Spanien, da geht es auch massive Schritte vorwärts, auch wenn die leiden ja als erstes und am meisten unter der Dürre und deswegen sind die jetzt auch, merken die, okay, wir müssen uns wirklich beeilen und deswegen gucken die zu uns dann umso mehr mit, kommt mal auch mal vorwärts. Also die Nachrichtenlage spricht eigentlich schon sehr dazu, dass wir Deutschen da wirklich den Anschluss verlieren, leider. Also ja. Und ich misse am Wochenende bei einer Familienfeier was Interessantes, wo man ja immer über solche Sachen diskutiert oder nicht diskutiert, eine interessante Sache aufgefallen. Und zwar haben die Großeltern meiner Frau, die sind jetzt ja schon im gehobenen Alter, 90, und da geht's so gegen Ende, kann man wohl so sagen. Und wenn die erzählen von früher, dann erzählen die einem eigentlich das, was jetzt gefordert wird. Ist mir also so beim Zuhören, ich habe es dann nicht in die Diskussion eingetragen, aber ist mir beim Zuhören so als Gedanke gekommen, so
Sie haben regional eingekauft. Sie haben die Klamotten geflickt, die sie hatten. Sie haben sich Möbel einmal gekauft, weil sie waren teuer und, ne? Und wenn man sich die gekauft hatte, dann haben die auch über Generationen gehalten. Die Leute hatten nicht Autos. Die gab es einfach nicht. So. Und wer Autos hatte, das war die Polizei oder die Feuerwehr vielleicht. Ne? Und gleich gab es einen Krankenwagen. Ne? Und alles ist so ein bisschen langsamer und kleiner gewesen. Wir reden jetzt auch von deiner Großelterngeneration. Korrekt? Das ist gesagt. Die Großelterngeneration von meiner Frau, genau. Die jetzigen 90-Jährigen. Ne? Ja. Und es gilt aber auch für meinen Vater, grob noch so. Also gab es auch schon, da gibt es auch schon ein bisschen mehr Auto, aber mein Vater erzählt auch halt immer von früher, ne, und wie langsamer und wie ausreichender das Leben war und mit viel weniger die Leute halt zurechtkommen mussten, weil sie es mussten und sind auch glücklich gewesen und so, ne? Und das ist der eine Aspekt, den ich dann spannend fand, weil das genau das ist, was wir eigentlich wieder machen müssten. Was natürlich zum Verlust führt von ganz viel, was uns lieb gewonnen ist. Aber Frage ist für mich dann, warum haben wir diese Dinge dann lieb gewonnen? Und können wir darauf nicht wirklich verzichten? Weil unsere Großeltern haben das dann auch hingekriegt, ne? Und der zweite Aspekt daran war, die Oma meiner Frau hat irgendwie einen ganz, ganz tollen Satz gesagt, in dem Zusammenhang, die sagte, und deswegen komme ich jetzt auf die Geschichte, weil der Zeitiger gerade sagt, die ältere Generation und so, ne? Sie sagte, was wir in unserem Leben schon alles an Veränderungen erlebt haben. Und wenn ich jetzt mal so überlege, alleine in meinem Leben schon, also die krasse digitale Wende zum Beispiel, ne? Und wie ultra krass das jetzt noch viel für die 90-Jährigen ist. Und sie sagte dann irgendwie, sie hat das nicht so richtig ausgesprochen, aber so zwischen den Zeilen hat sie irgendwie so durchblicken lassen, ich bin müde der Veränderung. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, auch für die Generation meines Vaters oder für Leute, die so in meinem Alter oder vielleicht ein bisschen älter noch sind, so die Boomer, auf die immer eingedroschen wird, dass da wirklich in der Lebenswirklichkeit dieser Menschen ganz viel Veränderung schon war, mit der sie klargekommen sind, weil sie mussten, und sie jetzt aber in den Machtpositionen sitzen, um zu sagen, nee, jetzt nicht noch eine Änderung. Alex. Ja, total. Das fällt mir auch immer häufiger auf, dass dieser Veränderungswille ja mit dem Alter abnimmt und auch berechtigt. Man hat ja schon viel Veränderung gemacht und man möchte auch irgendwann mal ankommen, ne? In dieser Zukunft, die man sich gebaut hat und nicht noch mehr Veränderungen. Und die kommen einfach häufiger in letzter Zeit, weil mittlerweile ja 8 Milliarden Menschen alle ihr Leben gestalten und Veränderungen herbeiführen und diesen Pfad des Lebens gehen. Ob das jetzt wir hatten die Finanzkrise 2008, dann die Geflüchtetenkrise, jetzt Klimakrise. Davor 9-11, ne? Ja, 9-11. Genau, also es kommen immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr in davor den Irakkrieg. Abständen. Ja, also ich kann das voll und ganz nachvollziehen und ich würde mir auch nichts Ähnliches wünschen, als dass wir keine Veränderung bräuchten und wir alle glücklich leben können. Und da ist ein Aspekt, den wir am Anfang hatten, ist gerade wieder gekommen, dieses was Jonathan erklärt hat, dass Apokalypsen ja irgendwie so ein bisschen den Neuanfang auch beschreiben oder erlauben. Und das macht ja die so-called Klimareligion ja auch. Wir arbeiten ja richtig viel als Aktivist mit Utopien und dem, was könnten wir denn eigentlich alles haben in 2040, in 2050 an Mobilität, an Zeit auch, die wir miteinander verbringen können. Weil 40-Stunden-Woche nicht klima- und auch nicht menschenfreundlich ist. Zumindest nicht einen großen Teil der Gesellschaft. Und dann komme ich halt ganz schnell wieder zu dem Punkt, was ist eigentlich Glück? Wie wollen wir es haben? Ne? Unsere Elterngeneration, Großelterngeneration, Urgroßelterngeneration hatten auch die Möglichkeit, Glück
zu finden. Die Perspektive wird jetzt gerade in jüngeren Generationen mehr und mehr genommen. Und wir versuchen händeringend, das irgendwie noch hinzubekommen. Und wenn man sich an die Glücksforschung mal wendet, die sagen nicht, dass man jetzt unbedingt einen Porsche braucht zum glücklich sein. Der kommt da nämlich überhaupt nicht vor. Ja? Klar, man braucht so ein gewisses Ding an materiellem Wohlstand, aber der fängt schon relativ niedrig an. Also gerade für deutsche Verhältnisse sehr niedrig. Und was es dann eben braucht, ist Zeit mit den Liebsten, so eine Eigenständigkeit in der Lebensgestaltung. Und auch das wird mehr und mehr riskiert, gerade für jüngere Generationen. Ne, was das ja dann auch Auswirkungen hat auf die Lebensplanung und keinen Bock mehr auf die 40-Stunden-Woche und die bösen Millennials, die nicht mehr arbeiten wollen. Das rührt auch daher. Ja. Ja. Und nur noch ein Punkt, bevor es jetzt ist, müssen wir jetzt alle so leben wie die heute 90-Jährigen in ihrer Jugend und frühen Erwachsenenzeit. Nee, das ist jetzt eher so an die Hörerschaft gerichtet. Wir haben technologischen Fortschritt ja schon jetzt, den wir auch behalten können und müssen nicht auf unser iPhone oder Netflix oder Lieferando verzichten. Das kann man beibehalten. Wir brauchen es halt nur nicht mehr in der Intensität, wie es aktuell gemacht wird. Und das gilt es neu zu denken. Ja, genau. Und das sagten sie aber. Ich glaube, das war auch die Quintessenz dessen, was da in diesem Familiengespräch auch draus war, dass dieses von früher halt viel von dem hatte, was heute auch schon da ist, nur auf einem anderen Level. Ne? Ja. Jonathan wollte die ganze Zeit auch noch was sagen. Ja, dieses, ich musste sagen, weil du sagst, die Oma deiner Frau, mein Vater ist 86 und der sagt das sehr, sehr laut. Der sagt sehr laut, der Kapitalismus ist an allem schuld. Der sagt auch, als ich jung war, also der ist Jahrgang 1937, da gab es 3,5 Milliarden Menschen. Und jetzt gibt es 8. Also bei mir klingelte da ganz viel, weil ich das von zu Hause kenne. Thanos mal kommen, wa? Und der sagte, also mein Vater sagt, unverhohlen, es muss einen Degrowth geben und ein Ende vom Kapitalismus und wir müssen wieder dahin zurück. Auch weil er sich sozusagen die technischen Fortschritte und so, kann er sich nicht so richtig vorstellen. Er hat sein erstes eigenes Telefon gekriegt, da war er 30. Kann ich mal was Ketzerisches sagen dazu? Ja. Vielleicht brauchen wir Deindustrialisierung. Er hat ein böses Wort gesagt. Also, das war wirklich ketzerisch jetzt gesagt. Ne? Dann lieber Solarpunk, bitte, danke. Also, sorry, Jonathan, nur kurz dazwischen grätschen. Ich lese gerade das Buch, also eins der Bücher zum Degrowth. Das können wir ja vielleicht auch in die Shownotes packen von Jason Hickel. Gerne. Ja, nur um auch nochmal alle abzuholen und die Definition von Degrowth reinzupacken. Das heißt nicht, alles muss weniger werden, sondern nur, dass nicht mehr Wachstum das völlig nicht in Frage stellendes Ziel ist. Also Wachstum wohin, wofür, ist egal. Hauptsache, wir verdoppeln die Weltwirtschaft alle 24 Jahre. Weil 3% Wachstum pro Jahr irgendwie das Nonplusultra ist. Degrowth geht eher in wieder runterkommen, besinnen und darauf achten, was wichtig ist. Nämlich, dass wir unsere Natur nicht zerstören, dass wir uns dabei nicht kaputt machen und dass wir eine Gesellschaft schaffen, die dafür da ist, dass es uns und unserer Umwelt gut geht. Schöpfungsbewahrung. Könnte man so nennen. Ja, Jonathan, jetzt darfst du weitermachen. Ja, ich will das nochmal aufnehmen. Und also mir ist gerade sozusagen daran nochmal bewusst geworden, dass der Kapitalismus und also unser einen endlichen Planeten mit endlichen Ressourcen, da gibt es kein unendliches Wachstum. So. Und der Kapitalismus an sich, also die Erfindung des sozusagen sich selbst regulierenden Marktes mit der sogenannten unsichtbaren Hand,
Das ist ja die erste Beschreibung des Kapitalismus. Und selbstverständlich ist diese unsichtbare Hand, ohne dass er es so nennen würde, in dem Geiste des Autors, der sich das ausgedacht hat. Mir fällt jetzt natürlich der Name nicht ein. Das ist Gott. Smith. Smith, ja, Adam Smith. Natürlich ist diese unsichtbare Hand Gott. Das Problem ist, Willst du etwa sagen, dass die komplette BWL eine Religion ist? genau, weil nämlich dieses System überhaupt nicht sozusagen kritisch auf seine, oder also über weite Strecken begegnet es mir nicht, dass sich das einer generellen Kritik unterziehen muss. Und es gilt, also Kapitalismus gilt immer als gesetzt. Das Problem ist, wir haben gesehen, alle Alternativen zum Kapitalismus waren irgendwann Pleite oder Diktaturen. Also es ist so ein bisschen, es gibt halt leider nichts Besseres, was den Menschen auch ähnlich viel Heil und Wohlstand und Guttun Im verspricht. Definitionsbegriff von Religion, ne, wenn man guckt, Religion ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Weltanschauungen, deren Grundlage der jeweilige Glaube an eine, jetzt kommt das dann mit der unsichtbaren Hand, ne, transzendente, überirdische, übernatürliche, übersinnliche Kraft ist. Noch einen weiteren Einwurf. Habt ihr schon mal geschaut, auf was ja die jeweiligen akademischen Grade der Betriebswirte hinauslaufen? Das ist ja ein Bachelor of Arts und ein Bachelor und Master of Arts, also Kunst. Wenn man Ja. dasselbe jetzt auf die Theologie anwendet, das ist ja auch ein Bachelor of Arts und Master of Arts. Also das ist allein schon von der Einordnung des Bologna-Prozesses in dieselbe Kiste geschoben worden. Ist das Ja, Zufall? also wir können, glaube ich, also auch die Tatsache, dass die Wirtschaftswissenschaftler sich ja auch auf wenige, ich nenne es jetzt mal Propheten berufen, ob das Adam Smith ist, oder Haynes und wie hieß der andere? Ich weiß es nicht mehr. Aber da sind ein paar wenige Lichtgestalten, die irgendwie das Grundmuster beschrieben haben und seitdem wird das nicht mehr in Frage gestellt, sondern nur noch verfeinert oder es werden Modelle gebaut, die völlig zufällig immer genau das erklären, was sie erklären sollen. Wow. Also da gibt es ganz viele tolle Kritik und berechtigte auch zu, auch weil ja mehr und mehr Wissenschaft auch dazu betrieben wird, sich eben mit dem Wohlergehen von Menschen auseinanderzusetzen und auch Alternativen, die es ja schon gab und die auch erfolgreich waren, mal zu erforschen. Das ist jetzt eben nicht der Kommunismus, aber es gibt ja noch mehr, was quasi vor der Industrialisierung mal passiert ist. Ob das nun indigene Völker waren oder die davor stattfandenen verschiedensten, nicht wirklich Experimente, weil das ja nicht immer mit Absicht passiert ist, aber verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen, die ja irgendwie ein Stück weit funktioniert haben. Jetzt muss man die natürlich irgendwie mit dem aktuellen Ist-Zustand verknüpfen und verschmelzen. Und das ist so die Herausforderung. Aber so ein paar Gedanken davon mal rübernehmen, neu denken, auch wissenschaftlich mal durchexerzieren, das ist ja was, was auch erst in letzter Zeit passiert, weil eben die Stimmen mehr werden, die auch an der gesellschaftlichen Gestaltung mit teilnehmen dürfen, weil ja immer mehr und mehr Flinter und Nicht-Weiße endlich mal auch in politische Machtpositionen und wirtschaftliche Machtpositionen kommen und mitgestalten können. Ne? Natürlich ging es uns weißen Cis-Männern früher auch gut. Aber das heißt nicht, dass es früher gut war. Ja, Ja, also das ja. ist auch noch so ein Thema. Ein bisschen Blick auf die Uhr möchte ich eine Sache noch einschieben, die ich gefunden habe in der Süddeutschen Zeitung, die so ein bisschen als vielleicht humoristischer Abschluss für dieses Klimareligionsthema ist. Da fordert nämlich jemand, dass sich doch die Klimabewegung dieses rechte Framing zu eigen machen soll und darauf mal beharren soll, dass sie wirklich eine Religion sind.
Hier wird geschrieben, es wäre begrüßenswert, wenn KlimaaktivistInnen hierzulande ähnlich staatlich garantierte Rechte wie die Anhänger christlicher Glaubensgemeinschaften hätten. Dann würden Fahrradwege zu Pilgerfahrten, der Hambacher Forst wäre Sakralwald und schon müsste die Politik einen Weg finden, für ihren Schutz zu sorgen, um keine religiösen Gefühle zu verletzen. Statt Tanzverboten gäbe es Stinkverbote für Kohlekraftwerke und Kreuzfahrtschiffe. Klimaschutz würde zum Schulfach. KlimaschutzaktivistInnen würden in Rundfunkräte berufen. Als Arbeitgeber könnte man Klimareligionsgemeinschaft ihren Angestellten das Fahren mit spritfressenden SUVs verbieten. Und der Freitag würde zum Wohle aller religiösen Feiertage, so dass niemand mehr für Klimademos die Schule schwänzen muss. Ich finde, das ist ein toller Text. Das ist echt süß. Also wenn irgendwann demnächst wieder jemand von Klimareligion redet, bitte ja, mach das so. Aber was hat das Ganze mit Rollenspiel zu tun, Zeitiger? Ich habe da nämlich auch genau darüber nachgedacht, weil wir jetzt zum Ende kommen. Und ich bin ja Dungeons & Dragons Spieler, ne? Und habe auch so ein bisschen Shadowrun-Erfahrung, aber da lasse ich Jonathan gleich drüber reden. Und es gibt ja Druiden, die ja einfach mal quasi Naturreligion leben, atmen. Und dann natürlich auch die Kleriker mit der Naturdomäne, die das alles auch nochmal quasi das gleiche in Grün, so to speak, machen. Nur, dass die irgendwie Rüstungen tragen dürfen aus Metall. I don't get it. Anyway, das ist da quasi ein essentieller Bestandteil. Und man kann das natürlich aufs Klima ausweiten. Und zugegebenermaßen spiele ich auch sehr gerne Druiden. Ich weiß auch nicht, warum. Also das gibt es auf jeden Fall. Und in Shadowrun gibt es ja auch die Schamanen, die die Kraft aus den Naturgeistern und so ziehen. Also das Thema ist auch nicht neu in der Rollenspielszene. Oh, seid ihr jetzt bist du dran. Ach, ich gebe dem Ganzen einen anderen Spin. Wir hatten ja über Framing geredet und geht mal hinsichtlich Rollenspiel, dass eben auch Begriffe in Rollenspielen immer wieder dafür sorgen, dass man ein gewisses Gedankenkonstrukt bekommt und dass es ja auch da Weiterentwicklungen gab und hinsichtlich eben dieses Framing, wie man entsprechend die Spezies in Rollenspielen bezeichnet, dass man irgendwann sich von dem R-Wort mal losgelöst hat in den 80ern, ist ja schon eine große Erweiterung, aber es ist eben eine von diesen vielen Gedankenwelten. Aber auch die Sache, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, werden allein durch den Gedanken des Begriffes der Wahl, der Fertigkeiten, der Skills in verschiedenen Rollenspielen mehr oder weniger schon geprägt. Ich finde es immer sehr faszinierend, wie die Leute dann dastehen, wie ich könnte das auch mit dieser Fertigkeit machen. Und ich die Leute immer an Kreativität und Auslegungsgeschichten immer anhalten muss. Das ist auch so ein Thema. Also Frames funktionieren auch im Rollenspiel erstaunlich gut dahingehend, dass die Leute immer eine Vorstellung von Möglichkeiten haben und manchmal sich mehr oder weniger unbewusst selbst kasteien, dass sie eben ihre Möglichkeiten gar nicht wahrnehmen, dass es eigentlich viel positiver für sie ausgehen könnte, wenn sie einfach mir als Spielleitung sagt, könnte ich das so oder so interpretieren? Und ich einfach meistens werde sagen, ja oder ja und oder ja aber. Aber ich antworte immer ja, natürlich, weil es ist immer viel lustiger rauszufinden, wo könnte man den Begriff denn weiterinterpretieren. So, Jonathan, jetzt bin ich mal gespannt, wie du da wieder zurückkommst zu Shadowrun. Ja, das ist doch völlig, da hat ja der Alex schon die Runde gemacht, quasi. Was ich tatsächlich interessant, ich spiele ja gerade auch Cyberpunk oder habe damit angefangen. Und da ist ja so ganz 80s-mäßig, also das ist ja mega retro. Cyberpunk, das ist ja so, wenn man da irgendwie die Neon-Tattoos und die Neon-Kunstfrisur in derselben Farbe hat, kriegt man mehr Charisma. Das ist einfach mega retro. Und da spielen weder Klima, also das Klima ist sowieso im Arsch, so, der Drops ist gelutscht, und Religion spielt ja überhaupt keine Rolle in Cyberpunk. Und da ist ja Shadowrun, bing, 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 da habe ich es wieder, ist da ja anders. Weil ja die
die Native Americans, die es noch gab, dann plötzlich den überhaupt nicht mit Magie vertrauten USA richtig schön aufs Maul geben konnten und sich eigene Territorien wieder besorgen konnten. Das finde ich tatsächlich schon spannend. Da sehe ich sozusagen einen Punkt, wo in einem Setting, was von der Grundkonfiguration damit überhaupt nichts mehr zu tun hat, Cyberpunk, plötzlich dieses Element doch wieder sehr, sehr, sehr mächtig wird. Das finde ich total spannend, wie sich da auch eben dank dieser Umgewichtung die Verhältnisse umkehren. Ja, also nur zur Erklärung für die, die Shadowrun nicht kennen, die Native Americans konnten sich das wieder erlangen, weil sie durch die Naturnähe und die Kultur, die immer noch sehr nah eben an Natur angelehnt war, waren auch magische Bräuche erhalten geblieben vom letzten Erwachen. Und dann konnten die mit Magie ganz schnell mal eben Amerika an einer anderen Stelle überwältigen. War doch so, ne, Jonathan? Genau. Genau. Und vielleicht noch eine Situation von gestern Abend in der DSA-Runde von Koali. Das war so zum Thema Mindsets. War ich sofort in dieser Szene drin. Da bekam der eine Charakter eine Harfe geschenkt von einem Elfen, der uns begegnete. Und mit der Harfe konnten sie quasi Gedanken lesen und ein bisschen, also so ein bisschen. Und Gefühle. Schmecker einer anderen Figur erleben und hören, was sie sagt, auch wenn sie nicht daneben steht. Und sie war so, oh, oh, und es war ganz mystisch und ganz genial. Und dann kam einer der Magier aus der Expedition an, Nichtspielcharakter, guckte sich das Ding an und sagt, oh, ein Instrument mit dem und dem Zauber drauf. Und die Spielerin fiel völlig aus der Immersion, sagte, und also die war so drin, dass sie gesagt hat, Mano, mach es nicht kaputt. Also in Character hat sie das gesagt. Das fiel mir beim Thema Mindsets noch ein. Und das hat mich, also da fand ich cool, wie unterschiedlich sozusagen dieses wissenschaftliche Mindset des DSA-Magiers waren und der Geweihten, die gerade dieses Geschenk bekamen, sich mega freute. Und es ist dieselbe Welt und es ist derselbe Gegenstand, aber er wird völlig anders betrachtet. Das fand ich einfach cool, wo der Elf eben sagte, jetzt hörst du sein Lied und der andere sagt, das ist dieser und dieser Zauber und der kann das und das. Mano, das war einfach so schön. Das war meine Magie, ja. Ja, also Werbeblock kommt ja gleich noch. Ja, also ich würd ein bisschen abheben auf auch auf den klassischen Abenteurer, wie es denn in D&D, aber auch in DSA und in anderen Systemen halt irgendwie gibt. Und würde mal den Aspekt rauspicken, wir spielen ja eigentlich die ganze Zeit da Charaktere, die sich ihr eigenes, also die aus ihrer normalen Umgebung eigentlich herausgerissen sind, weil sie Abenteurer sind. Und die sich ständig ihre eigenen Abenteuer suchen und sie erleben und dadurch halt ihre eigene Welt gestalten. Und ich finde diesen Blickpunkt ganz spannend, dass du als Spielerin jemand verkörperst, der sich die Welt zu eigen macht, um daraus für sich was Besseres zu generieren. Und da das mit so einer Heldenreise zu verknüpfen, finde ich halt immer einen spannenden Aspekt. Und übertragen halt auf diese Klimadebatte ist es halt, es kommt halt immer drauf an, was man daraus macht, was man vorfindet. Thema Schöpfungsbewahrung. Ja. Geht auch so ein bisschen in das, was das Zeitiger irgendwie angesprochen hat, mit den Werten. Was, so weit gehe ich nicht, ich mag ja keine Werte. Aber ich finde diesen rollenspielerischen Aspekt, dass die Welt nehmen und da etwas verändern und sich da verwirklichen, finde ich halt spannend. Und ja, das hat das für mich mit Rollenspiel zu tun. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir gequatscht habt über Klimareligion.
Wir könnten jetzt natürlich noch ganz viele Sachen, andere Sachen darüber reden. Ich glaube, vorher hätten wir nie gedacht, dass wir jetzt irgendwie wieder eine Stunde 15 oder so darüber quatschen. Weil eigentlich ist es ja alles klar, wir sind ja alle auf dem gleichen Pferd irgendwie. Aber es ist irgendwie doch spannend, so immer wieder mit euch zu quatschen. Ich finde das richtig toll. Und wenn ihr da draußen, danke übrigens fürs Zuhören, ein Thema habt, wo ihr sagt, irgendwie, ich möchte schon immer mal, dass der Zeithänger mir irgendwie was erzählt über Teddybären oder keine Ahnung was. Hüte, Hüte. Hüte. Ich habe eine sehr schöne Rollenspielrunde Fedora und Hurra, wo man den sprechenden Hut spielen konnte. Oh, ja. Also wenn man so völlig absurdes Indie-mäßiges gucken möchte, kann sich das anschauen. Ja, schick uns mal den Link und dann packen wir dann auch das in die Shownotes. Genau, also falls ihr irgendwelche Themen habt, gesellschaftlicher Art oder so, über die wir einfach mal philosophieren sollen, dann mal her damit. Und ihr könnt natürlich auch mitmachen. Also wir freuen uns über jeden, der sagt, hey, ich will mal mit euch reden. Das ist eigentlich immer die Königsdisziplin. Das wäre richtig cool, wenn sich da jemand findet. Ich habe so ein Herzensthema, ich will das mal durchdenken oder mal hören, was ihr davon denkt oder so. Das wäre ganz cool. Ja. Und habt ihr noch mal irgendwie was? Ansonsten so Glocke und Abo und Bewertung mit Sternen oder iTunes und Nehme was ich weiß auch. Ja, immer. ich. 5 Sterne immer. Ja, Schreibt unter das Video, ja, Zeitiger. Dann wissen wir auch, dass ihr also man das kann hören. mich in 5 verschiedenen Kategorien bei Spotify abonnieren, man kann mich bei YouTube abonnieren, bei Twitch Folgt dem Zeitiger. Er hat es verdient. Er ist sehr gut. Schönste finde ich, das zu hören und dabei Alex' Blick zu sehen. Du guckst so skeptisch. Alex braucht noch einen Klimareligionspodcast Schrägstrich YouTube-Kanal. Den Alex müssen wir mal wieder vor die Kamera in eine D&D-Runde ziehen. Irgendwie ist es. Das wäre schön, ja. Habe jetzt vor kurzem D&D geschenkt bekommen. Ich weiß noch nicht, was ich mir jetzt anstelle. Oder in eine Spielen. Shadowrun-Runde. Ich habe so Das wäre viel auch zu schön. spielen. Ja, und ich bin noch nicht. Ich be Ja. bezirze den Jonathan ja schon die ganze Zeit, dass er mal Shadowrun bei mir leiten soll. Oh, mach das bitte. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich muss mir irgendwie. Also. Nur bei Shadowrun wird es ja mit der Heldengeschichte ein bisschen schwierig. Dann wie das mit Oh, Cozy auch Crime das im kann man in diese Voralpenland. Welt quetschen. Ja, Doch, ich glaube ich hätte doch auch. Cozy Crime im Voralpenland. Ich lasse den Jurinnen wieder Kriminalfälle lösen. Also vielleicht machen wir das ja mal über irgendeiner Jubiläumsfolge oder so, dann quatschen wir und philosophieren wir nicht, sondern dann spielen wir einfach mal eine Runde. Oh, das wäre richtig schön. Auch Hätte ich gut. Bock drauf. Voll gut. Und Zeitiger und ich spielen Kleriker und Ja, Koali und genau. Jonathan irgendwas anderes. Genau, Ich spiele Jonathan Torvaler. und ich sind die Atheisten. Ja. Ich bin Torvaler in Shadowrun. Wie einen vercyberten Atheisten. Ich wollte gerade sagen, ich spiele einfach einen Ork mit Essenz 0,001 oder so. Überhaupt kein Ding. Also im August Nein. spielt es bei mir Baywatch mit Cthulhu. Auch das können wir gerne in die Shownotes reintun, wenn der Wenn Zeitpunkt es irgendwann dann draußen ist. mit Also. deinem Bildschirmfilter Hintergrund Ja, das ist ist extra creepy. ja wirkt das Buch quasi durchsichtig. Ja, okay, also bevor wir uns jetzt noch total weiter verrennen, ja, Hatten wir das doch mal raus. haken wir das ab Hatten wir. und sagen Dankeschön Ich fürs hab den Zuhören. Koali Bis kaputt gemacht. Es tut mir leid. zum nächsten Mal. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao.